Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen und Genießen. Heute mache ich mal wieder was mit Buttensteak. Haben wir schon einmal gehabt, weiß ich. Aber heute machen wir ein Champignon-Risotto dazu. Und zwar mit speziellen Champignons. Die zeige ich euch gleich. Das sind sogenannte Zucht-Champignons. Schaut aus wie ein Pilz, ist aber ein Champignon. Das ist eine spezielle Züchtung. Nennt sich Vital-Champignon, wenn ich das richtig gelesen habe. Hat angeblich mehr Mineralstoffe und Vitamine, aber schauen wir mal. Ich glaube mal das, was da drauf steht. Ich kann nur das wiedergeben, weil ich habe die zum ersten Mal gesehen. Ich habe die jetzt gekauft und probieren wir das aus mit denen. Als weitere Zutaten haben wir dann die Buttensteak. Wir brauchen dann fürs Risotto den Reis, Salz, Pfeffer, etwas Weißwein, etwas Hühnerbrühe, eine Zwiebel. Jo, und fürs Risotto natürlich die Champignons, ne? Wie wir gesagt haben schon. So. Was ich vergessen habe, Öl. Öl brauchen wir auch dazu. Ein bisschen Öl. Gut, als erstes schneiden wir mal die Zwiebel. Schön, die Zwiebel soll diesmal schön fein geschnitten sein. So, seht ihr das? Geht ein bisschen mehr ins Bild, dann sitzt das besser. Ich tue die immer vorsichtig aber auf die Finger. Einmal. Zweimal einritzen, weil dann wird er wirklich schön fein und dann einfach so runter. Seht ihr das? Schöne, feine, gleichmäßige Zwiebel haben. Falls das nicht so gelingt, kann ruhig mal so drüber. Wichtig ist, dass man den Zwiebeln nicht zu sehr hackt, mehr schneidet und auch nicht drückt, denn dann kann passieren, dass er bitter wird, weil er ja eben das, was ihm die Säure rausdrückst. So wie beim Knoblauch. Knoblauch soll man auch nicht pressen, soll man auch eher schneiden. Und dann machen wir das gleiche nochmal. Manchmal ist es so, dass eine Zwiebel sich ziemlich auflöst und manchmal halt so. Passt. Das nächste schneiden wir die Champignons und mal halbieren. Jetzt schau, wie schön weiß der ist. So schaut der in der Mitte aus. Und den tun wir in Würfeln schneiden. So schaut es her. So, auch wenn es noch keiner haben wollt, das ist, bleibt jedem selber überlassen. Wenn es zu groß ist. So, wir haben einen Topf aufgeschüttet mit Öl, denn, dass der schön heiß wird. Dann geben wir den Zwiebel dazu. Und lassen wir leicht glasig anschwitzen. Hinten habe ich einen großen Topf mit Rindsuppe aufgestellt, da gibt es auch eine Nudelsuppe dazu, weil heute ist ja Valentinstag.
Ich hoffe, ihr habt es nicht vergessen auf eure Frauen. Ich nicht. Meine Frau hat mich auch nicht vergessen. Ich habe die Hefe geschenkt gekriegt. Schön leicht glasig anschwitzen. So, nachdem der Zügel leicht angeschwitzt ist, gehen wir die Champignons dazu. Hopp, dann nicht daneben, sondern in den Topf. So, jetzt können wir schön einschwitzen. Dann tun wir mit etwas Weißwein ablöschen. Wenn ihr ihn aufkriegt. Ist meistens so zugeschweißt. Da geht schon. Das Weißwein ablöschen. Das Ganze mal auf. So, seht ihr das? Dann kommt schon der Reis dazu. Und tun wir mit dem Weißwein leicht mitdünsten. Das Ganze kann man schon vorsalzen. So. Jetzt haben wir jetzt durchgemischt. Und dann habe ich hier die Hühnersuppe, die kann man auch schon drauf geben. So, das Ganze schalten wir dann ein bisschen zurück. Das lassen wir jetzt nur mehr dünsten. Nach dem goldenen Kind habe ich den Deckel gefunden, zu decken. Und das Ganze lassen wir jetzt ca. 20 Minuten dünsten. In der Zwischenzeit richten wir den Buttensteak her. So, wir haben da 1, 2, 3, 4, 5. 5 schöne Steaks. Die habe ich diesmal etwas dünner geschnitten, dass sie schneller durchhören. Tun wir nur leicht einsalzen. Nicht klopfen. Das Pfeffer. Und dann in einem heißen Öl kurz anbraten. So, da haben wir da die Pfanne aufgestellt. Aber bitte etwas Öl hinein. Es muss schön heiß sein, dann tun wir da die Buttensteak rein. Warum schön heiß? Das Buttenfleisch ist ja grobporig. Das heißt, es verliert sehr schnell an Flüssigkeit und Eiweiß. Und wenn ihr das scharf anbratet, ziehen sich die Poren zusammen und es wird nicht so trocken. So. Mal daher. Ups, eins zu viel Schwerkraft. Yeah.
Ja, geht schon. Was ich immer mache, Fleisch bitte nie anstechen. Ich tue das nur mit so einer Zange, mit der durch das dann wenden. Schauen wir mal. So, jetzt braten wir schon vor sich hin. Meine Minimaus ist auch wieder da. Hallöchen! Mit ihrem Hilferkreis, das ist ja so. Jetzt wird am Montag, morgen, Faschingsfest. Wenn wir wieder in die Schule gehen. Ja, morgen. Morgen. Das sieht sich das an. Jetzt wird Elsa. Das ist halt mal zurück, das wird langsam noch nachbraten. Und da warten wir nur mehr, bis alles fertig ist und dann können wir anrichten. So, das Risotto kocht auch vor sich hin. Das wird schon langsam. Was mir wichtig ist, ist, ich weiß, viele machen Risotto so, die machen Risotto-Reis und mischen die Champignons nachher dazu. Ich habe das gern so, weil ich gerne das Geschmacksvolumen viel besser wird. Ist meine Meinung, jeder hat eine andere Meinung, ist okay, ist akzeptiert. Aber ich mache es halt gern so und wer will, kann es auch so ausprobieren. Es schmeckt vom Geschmacksvolumen her besser, finde ich. Und das ist das, was das Kochen so individuell macht. Das ist die verschiedenen Geschmäcker, was jeder hat. Und das macht das Kochen so interessant. So, schaut her, das wird auch schon langsam. So, nachdem das Risotto fast fertig ist, Flüssigkeit ist schon ziemlich weg. Kommt noch ungefähr ein 8 Liter Sahne dazu. Einfach da noch ein bisschen Rest. Das reicht. So schaut's her. Und etwas Käse. Ich habe da so einen Pizzakäse, Halbkäse. Ihr könnt auch Parmesan nehmen. Jeder wie er will. Ich habe halt keinen. Na, komm raus da. So, das ist nun auch fertig. Das drehen wir ab. Das soll so richtig schön katschig sein, sage ich mal, aber trotzdem soll der Reis nicht zu weich sein. So wie es jetzt ist, ist es voll richtig. Mal probieren. Das schmeckt sehr gut. Dann schmeckt man die Komponenten von Hühnersuppe, von den Champignons, vom Reis. Vom Weißwein hat er auch. Ne? Ja. So, die Buttersteaks sind fertig, das Risotto ist fertig, also können wir anrichten. Und da was her, weil das Pfanne ist nämlich heiß, habe ich nämlich in den Ofen gestellt. Jetzt ist das. Einen Deckel drauf. Risotto, schauen wir da rein.
So, tja. Ein Risotto, gehen wir da in die Mitte. Seht ihr das? So. Dann nehmen wir zwei so schön heiß, nehmen wir eine Gabel oder irgendwas, wo ich meine. Setzen wir da so schön drauf. Seht ihr das? So schaut das aus. Und das war's wieder für heute. Das war's wieder für heute. Ich wünsche euch ein gutes Gelingen, viel Spaß beim Nachkochen. Einfaches Gericht, ein schnelles Gericht. Schmeckt auch gleich, es duftet schon so gut, ich habe schon richtig Hunger. Wenn euch das Video gefallen hat, würde mich Daumen hoch, würde mich freuen. Und Abos würde mich auch freuen. Jo, bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende, einen schönen Valentinstag noch übrigens. Wiedersehen, tschüss euch.